Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt vom Partner erwischt. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr von eurem Partner schon erwischt worden seid. Oder vielleicht hat euer Partner irgendetwas Bestimmtes entdeckt, was er nicht hätte entdecken dürfen. Oder vielleicht ist euer Partner euch irgendwie auf die Schliche gekommen. Auf etwas, was er auch nicht erfahren sollte. Also vom Partner erwischt, umgekehrt gilt das natürlich ganz genauso. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Vom Partner erwischt oder vielleicht habt ihr euren Partner erwischt bei einer harmlosen Angelegenheit, vielleicht bei etwas sehr Schlimmem, vielleicht habt ihr euren Partner habt ihr ihn entdeckt bei irgendetwas, was er auch verheimlichen wollte und so weiter. Telefonnummer 0800 220 50 50. Erste Anruferin heute Nacht ist die Alice oder Alice, 22, hallo. Ja, hallo Domian. Wie sage ich es denn? Alice? Alice. Alice. Alice, ja. Ohne E. Ohne E, genau. Das ist bei dem Namen immer so schwer, wie ihr euch dann ansprechen lassen wollt. Ja. So, vom Partner erwischt. Ja. Erzähl. Und zwar habe ich ein Problem. Ich hatte vor 2 Wochen Geburtstag gehabt. Gratulation nachträglich. Ja, danke schön. Was der allerdings trotz alledem nicht mal so schön war an dem Tag, weil wir waren zwar mit vielen Leuten raus gewesen und ich hatte dann noch ein bisschen was getrunken. Mein Freund wollte nach Hause, ist dann auch schon mal vorgefahren. Ja. Und ich hatte dann auch gesagt, ein Kollege bringt mich dann nach Hause, er kannte den ja auch. Mhm. Und war dann auf dem Weg nach Hause, stand dann unten vor der Tür, mein Freund hatte wohl angerufen. Was hat er? Der Freund hat mich angerufen. Der Freund hat dich angerufen? Ja, wo ich dann bleibe, ob ich schon unterwegs wäre, weil er hatte sich auch schon Sorgen gemacht. Ja, und der Freund war bei, wo war der Freund? Also wir wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen, also er war bei euch schon bei uns zu Hause. In der Wohnung, ah ja. Ja, genau. Ja. Und er hatte mich dann angerufen, wo ich dann bleibe, ob ich schon auf dem Weg wäre und hatte ihm dann auch gesagt, ich bin schon auf dem Weg, ich bin gleich da. Mhm. So, jetzt hatte ich aber ein gutes Gespräch gehabt mit dem Kollegen von uns und saßen noch unten vor der Tür. Mhm. Im Auto? Im Auto, ihr beiden habt ein gutes Gespräch im Auto gehabt? Ja. Ich ahne jetzt schon, wohin das gute Gespräch geführt hat. Erzähl's aber. Ja, und zwar hatten wir dann über die Ex-Freundin von unserem Kollegen jetzt gesprochen gehabt, da alles so ein bisschen scheiße gelaufen ist. Die hat ihn auch ein bisschen ausgenutzt, was natürlich nicht so schön war. Ja, hatte sich dann auch teilweise ein bisschen bei mir ausgeheult. Und wie das kommt, ich hatte genug getrunken, leider. Ist dein Herz aufgegangen und du hast ihn getröstet? Ja, ich hatte ihn eigentlich erst getröstet. Hast ihn umarmt, hast ihn gestreichelt und hast ihn gar geküsst? Ja. Und zwar nicht nur, wie man einen Freund vielleicht küsst, sondern du hast die volle Kanne die Zunge ihm reingesteckt. Ja. Wir wollen es klar, wir müssen es klar ausdrücken, ne? Ja. So, und alles passierte vor eurer Wohnung? Vor unserer Wohnung, ja. Wir oben, wohnen auch im Erdgeschoss. Oben, achso, ja, gut, im Erdgeschoss ein bisschen. Auf gleicher Ebene war quasi dein Freund. Ja. Und es war dein Geburtstag. Es war mein Geburtstag. Und du knutscht mit einem anderen Mann im Auto. Ja, aber das hatte er ja noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Erzähl das es weiter. Das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen. Geht's noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Und zwar hatten wir noch ein bisschen Musik gehört. Im Auto? Im Auto und dabei sind wir dann halt noch mehr in Action gekommen, kann man so sagen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Sex im Auto? Nein, dazu kam es zum Glück ja noch nicht. Ah. Und mein Freund ging wohl auf Toilette. Das Licht hatten wir wohl gesehen vom Badezimmer, weil das direkt auf die Straße leuchtet, das Licht. Und wir standen ja unmittelbar daneben, weil er ja der Parkplatz ist. Verstehe. Und er hatte wohl die Musik gehört, hatte dann auch noch angerufen auf mein Handy. Nochmal? Und ich bin nicht drangegangen, ja. Ich hatte auch lautlos gemacht. Das auch noch? Das auch noch, ja. Und er ist dann wohl rausgegangen, weil er sich erst beschweren wollte, warum dann jemand um die Uhrzeit überhaupt noch so viel Theater macht draußen. Ja. Und er kannte ja den Wagen. Aber er wusste vorher nicht, dass ihr da steht vor dem Haus. Nein, das wusste er nicht. Ich hatte ihm wohl ja gesagt, ich bin unterwegs, aber noch nicht, wir sind da. Verstehe, ja.
Und er schaute wohl in ein Beifahrerfenster rein, schaute und, rein. Und was sah er da? Ja, er sieht mich, meinen Kollegen knutschen, wild knutschen und wild. Der Kollege lag schon halb auf mir drauf. Oh ja, schon halb ausgezogen? Ja, ich hatte wohl die Bluse aufgehabt. Seine Hose war auch schon auf? Nein, die war offen. Die war schon geöffnet? Ja, die war offen. Aber man konnte noch nicht sehen? Nee, das konnte man nicht. So, jetzt guckt dein Freund in diese furchtbare Szene da rein, in das Auto. Ja, was macht er da, der Freund? Zuerst hat er erst versucht, die Tür aufzumachen. Wir hatten ja die Tür zugehabt von innen, diese Zentralverriegelung. Ja. Und, gut vorgesorgt, ne? Ich meine, das ist auch so eine Gegend, wo ich wohne, da ist nicht so besonders gut Kirschenessen hier. Also von daher... Genau, das war eine Vorsichtsmaßnahme. Genau. So, aber jetzt, er versucht die Tür irgendwie aufzumachen. Ja. Du bist in Angst und Schrecken und siehst ihn am Fenster. Ja, er hatte mir dann erstmal die Bluse zugehalten. Mein Kollege hat sich erstmal ganz normal hingesetzt. Ja. Schnell erstmal seine Bluse zugemacht. Ja. Und ist dann ausgestiegen und wollte meinen Freund auch beruhigen, dass ihm das leid tut, dass wir beide das nicht wollten. Ja. Und dabei ist mein Freund ausgerastet, wollte dann unserem Kollegen verständlicherweise an die Kehle. Und da bin ich noch ausgestiegen. Ja. Ich hatte mir schon die Bluse angezogen und hatte mir dann auch die Hose noch schnell zugemacht, damit das nicht eskaliert draußen. Und hast du die beiden Jungs auseinandergekriegt? Jein. Haben die sich so mittlerweile mitten dazwischen. Haben die sich verprügelt? Ja. Ja. Ja, also so, und wie endete das Ganze? Er hat mir den Schlüssel vor die Füße geworfen, hat gesagt, ich verabschiede mich. Mhm. Ich hole die Sachen die nächste Zeit ab und ich wohne jetzt erstmal bei meinen Eltern, sagte er dann wohl. Das war vor 2 Wochen. Wohnt er noch bei seinen Eltern? Ja, leider. Wie lange wart ihr denn oder seid ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja, 4 Jahre. Welcher Teufel, Alisa, hat dich denn geritten, dass du sowas tust? Ich weiß es nicht. Irgendwie tat mir mein Kollege so super leid, weil der ist wirklich so super in Ordnung. Ja. Nur ich weiß, ich kann mich auch nicht entschuldigen mit von wegen Alkohol. Nein, da hilft doch kein Alkohol. Ich weiß es auch Nein. nicht. Floss denn noch? Es kam einfach so. Das war irgendwie auch die Neugierde. Ja. Warst du denn vorher treu immer geblieben in den 4 Jahren? Immer. Ehrlich? Ja. Hand aufs Herz? Ja, ehrlich. Und, ja. Ist da noch Blut geflossen? Ist es so? So ist es noch nicht eskaliert, zum Glück. So, das Ganze ist 2 Wochen her. Ja. Gab es denn zwischen dir und deinem Freund zumindest ein Gespräch mal oder ein Treffen? Gar nicht. Gar nichts. Ich habe versucht anzurufen, mich zu entschuldigen, dass wir uns treffen, dass wir zumindest drüber reden. Mhm. Ich habe ihn getextet, ich habe ihn angerufen, es kam gar nichts. Leider. Es kam nichts zurück, was einem natürlich noch mehr wehtut. Natürlich. Aber ihr wohnt zusammen. Das heißt, er muss doch mal irgendwie seine Klamotten oder irgendwas holen. Oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Oder war er zwischenzeitlich mal da, während du weg warst und du hast gemerkt? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Er hat mir direkt seine Schüsse vor die Nase geworfen. Also so, du kennst meine ihn. Schüsse gehabt, ja. Du kennst ihn, du kannst ihn einschätzen. Ja. Ich meine, 2 Wochen Schweigen ist schon heftig. Hältst du es für möglich, dass der das jetzt knallhart durchzieht? Und das war es wirklich? Weiß ich nicht. Deswegen rufe ich ja bei dir an. Ja. Weil wir haben das regelmäßig geguckt. Und ach so. Wir finden dich auch super klasse, auch wie du die Leute berätst und alles. Und deswegen hoffe ich ja, dass du das heute auch schaut. Weil das ja das Thema dazu passt. Ja, also... Ich will dich überhaupt nicht reinwaschen. Ne? Du hast mega Scheiße gebaut. Das weiß ich selber. Ne? Punkt. Keine Entschuldigung, gar nichts. Aber, und jetzt kommt mein Aber. Ich finde, dass man nach 4 Jahren, und wenn man wart ihr 4 Jahre glücklich? Es gibt's hoch und tief, das ist normal. Ja, glücklich aber... Glücklich waren wir auch. Glücklich also haben wir auch. Es gab noch nie solche Eskalationen. Nur gut, aber du würdest sagen, das ist schon mein Mann und den habe ich wahnsinnig gerne und wir lieben uns. So, dann finde ich, dass man 4 Jahre nicht wegen einer solchen, wenn auch zugegebenerweise schlimmen Aktion wegschmeißen darf. Nee, das stimmt. Das sage ich jetzt zu deinem Freund. Hm. Ich meine, du bist ja klein mit Hut. Du entschuldigst dich ja und dir tut es leid und wenn, ich meine jetzt, wenn ihr zuhört, wie heißt der mit Vornamen? Er heißt Sebastian. Sebastian. Also meine volle Solidarität zu dir und ich empfinde auch nach, was du empfunden hast. Und ich wäre auch ausgerastet und ich wäre auch super sauer und hätte mich auch erstmal zurückgezogen. Aber wenn dir was an der Frau gelegen ist, dann setzt euch zusammen und quatscht. Und zum großen Lieben gehört auch Verzeihen.
Und ich finde, dass man so etwas vielleicht auch verzeihen kann. Aber da muss man sich erstmal wieder mal zusammensetzen. Man kann beleidigt sein, man kann sauer sein, man kann auch erstmal 2 Wochen sagen, komm, mach was du willst mit mir, aber jetzt nix. Das finde ich auch alles in Ordnung. Aber ich finde, Sebastian, wenn die Alice sich jetzt meldet bei dir, gib mal ein Signal, schick mal ein SMS, redet mal miteinander. Und vielleicht könnte es ja wieder einrenken. Finde ich. Ja, das wäre super. Ja, vielleicht hat er ja zugehört. Ja, ich glaube schon, dass er da zugehört. Ich hoffe es und ich glaube es, Domian. Ja. Und du kannst es nicht erklären, was da los war bei dir. Nee, ich weiß es nicht. Ich denke mal einfach, das war eine super Neugierde von mir. Ja, einfach mal scharf auf einen anderen Kerl mal wieder. Ja, ja. Mhm. Ja, vielleicht. Das war es einfach gewesen. Ja, vielleicht gibt es da auch viel zu reden bei euch. Was da vielleicht im Argen liegt oder wo ein Manko ist und wo ihr vielleicht auch neu ansetzen könnt und auch wieder dann, wenn es weitergeht, frischen Wind in eure Beziehung reinbringt. Hm. So, ihr beiden. Sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass es ein gutes Ende nimmt. Ja. Findet auch. Mit euch beiden. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Alice. Tschüss. Tschüss. Unser Thema ist vom Partner erwischt. Wenn ihr von eurem Partner schon mal erwischt worden seid oder wenn euer Partner etwas entdeckt hat bei euch, was er nicht entdecken sollte oder wenn der Partner vielleicht euch auf die Schliche gekommen ist bei oder mit irgendetwas, dann ruft mich an. Oder wenn es umgekehrt ist, dann ruft auch an, wenn ihr es mir erzählen wollt. 0800 220 5050 und weiter geht es jetzt mit Frage in die Regie mit Nadine. Und Nadine ist 22. Hallo Nadine. Nadine, hallo? Ach, die Nadine. Die Nadine hat aufgelegt. Dann, jetzt bitte ich meine Regie noch einmal. Ja, Sabrina, 20 Jahre alt. Hallo. Hallo Sabrina? Hallo? Ja. Hallo. Jetzt machst du bitte mal den Fernseher oder das Radio ganz leise. Sonst können wir nicht gut miteinander sprechen. Ja, okay. Sabrina, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, vom Partner erwischt. Was ist da bei dir passiert? Also, als ich nachts von der Nachtschicht kam nach Hause, ich arbeite im Altersheim, habe ich meinen Freund erwischt, wie er mit einer anderen im Bett rumgemacht hat. Bei euch in der Wohnung? Ja, bei uns in der Wohnung. Wo wohnt ihr zusammen, ihr beiden? In Hannover. Nee, ob ihr beide zusammen wohnt, in einer Wohnung? Ja, in einer Wohnung, normal. Ja. Eine kleine Wohnung. Ja, und wie lange seid ihr schon ein Paar? Seit 4 Jahren. 4 Jahre? Ja. Wow, lange. Also mit 16. Habe ich jetzt auch gerade so gleich. Und dann kommst du von der Arbeit nach Hause. Ja. Und er liegt in eurem gemeinsamen Bett? Ja, mit einer anderen. Bist du denn verfrüht nach Hause gekommen? Ja, ich bin zu früh nach Hause gekommen. Ich bin an den Tag etwas eher gegangen, weil eine andere kam, hat mich abgelöst, die Frühschicht. Und als ich kam, habe ich die beiden im Bett erwischt. Also ich stand da 5 Minuten und habe erstmal nur zugeguckt. Und dann wollte ich eigentlich reinplatzen und die Dame am liebsten erwürgen. Aber dann bin ich wieder zurückgegangen und dachte, ich übe richtig Rache aus. Eins nach dem anderen. Die waren also noch richtig zugange? Ja, ja. Fummeln und alles, was dazugehört. Was? Also die haben mich gar nicht kommen sehen. Ja, und wo hast du dich da versteckt? Also hinter dem Türspalt. Also ich konnte da so reingucken. Boah, muss das wehtun? Ja, es tat weh, aber es... Also ich liebe ihn nicht mehr und deswegen tut es nicht mehr so weh. Nicht, weil ich die erwischt habe, weil vorher auch nicht mehr so viel Liebe da war. Ach so. Aber nur, es tut mir weh, wie er mich verarscht hat. Ja, so, jetzt sagst du, ich bin nicht reingegangen und habe da die große Szene gemacht, sondern ich wollte kalte Rache üben. Ja. Was hast du gemacht? Bis jetzt habe ich noch gar nichts gemacht. Ich tue erstmal so, als würde ich davon nichts wissen. Ja. Vor allem, weil es auch meine beste Freundin war. Ja. Und ich erwartet habe, dass sie mir das erzählt. Das war auch noch deine beste Freundin? Ja, genau. Es wird ja immer schöner. Ja, auf jeden Fall, das hätte ich niemals von ihr gedacht. Wirklich die allerbeste oder? Ja, die allerbeste, die einzigartige, die allerbeste, der ich alles anvertraut habe. Das ist ja wirklich dann ganz schlimm. Ja. Also das ist ja doppelt schlimm, da ist aber dein Freund, gut, das kriselt da schon bei euch beiden und dann ist auch noch die allerbeste Freundin, die dir das antut. Wann genau ist das passiert? Wie bitte? Wann genau ist das passiert? Vor einem Monat etwa. Vor einem Monat. Und ja. Seit einem Monat schweigst du? Ja, ich versuche... das erstmal zu vertuschen, als würde ich davon nichts wissen, was auch bis jetzt ganz gut geklappt hat. Aber ich werde ihm das irgendwie heimzahlen. Das heißt, ihn auch richtig wehtun, wenn er... Also ich werde ihn irgendwie heiß machen. Mhm. Oder eine andere gute Freundin, die total gut aussieht, dass sie ihn scharf machen soll. Ja. Und dann irgendwie so richtig heimzahlen. Also du bist noch am Planen. Es gibt noch... So ganz konkret gibt es noch keinen Plan. So in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Nee.
Noch ganz konkret nicht, aber ich will ihn so verletzen, dass es richtig wehtut. Also nicht körperlich, sondern so richtig, so seelisch. Ich will ihn am Ende bringen, so dass er am Ende ist. Hör mal, ja. Du bist aber drauf. Und wie gehst du mit deinen... Ihr wohnt ja zusammen, ihr seht euch jeden Tag. Ja. Und seit einem Monat machst du da gute Miene zum bösen Spiel. Ja. Und bist freundlich und tust so, als wäre gar nichts passiert. Ja, genau. Hast es aber faustdick hinter den Ohren, du. Ja. Ja. Also. Halt! Und was ist denn mit der besten Freundin? Die beste Freundin... Ja, die kriegt das auch zurück, auf jeden Fall. Ja, und mit der redest du auch jeden Tag ganz normal? Ja, jeden Tag. Ich tue so, als wäre sie die Beste. Vor ihnen auch so, als wäre der Beste. Aber in Wirklichkeit werden die beide es noch bitter bereuen. Aber da hast du aber Nerven aus Eisen, du, aus Stahlseilen. Naja, finde ich schon. Süß, ne? Ja, nur gut, aber manch einer hält das ja nicht so lange aus und kann auch. Und du meinst, die haben nicht irgendwie gewittert, dass du das mitbekommen hast? Nein. Wie ging das denn überhaupt weiter? Du hast dir das eine Weile angeguckt und bist dann wieder aus der Wohnung rausgegangen. Ja. Und dann? Ja, dann bin ich erstmal rausgegangen, bin zurück zur Arbeit gegangen. Hm? Bin dann noch so eine Stunde geblieben, hab mir das gut durchgedacht, mhm, wenn ich nach Hause komme, wie ich mich verhalten soll. Ja. Und er weiß, dass ich normalerweise so um 7 wieder da bin. Und ich denke, bis 7 wäre sie wieder weg. Ja. Und als ich kam, war sie auch wieder weg. Mhm. Und er stellte sich schlafend? Er? Ja, ja. Ja. Na, ja, er hat sich schlafend gestellt. Ja. Also lag normal im Bett, war nicht am Schlafen, aber er war noch wach, also so halb wach. Mhm. Und das Bett war noch gut angewärmt von der besten Freundin? Ja, ja. Also es war nicht, also wenn ich es nicht gesehen hätte, dann würde ich nicht wissen, was passiert wäre. Und da hast du auch die Nerven gehabt zu sagen, hallo, guten Morgen, Schatz. Und ja, genau, habe mich daneben gelegt, einen auf halt eben große Liebe getan, ne? Unglaublich, aber unglaublich. Aber du sagst gerade, hast ja gerade schon gesagt, die eure Beziehung ist eh angeknackst. Ja. Warum? Was ist da los? Also wir haben uns vorher auch nicht mehr so gut verstanden. Mhm. Das heißt, ich hab gemerkt, dass er sich für andere Frauen interessiert, mhm, und hat immer von mir so einen auf große Liebe getan. Und das war, also ich denke mal, war nur so aus Mitleid mit mir zusammen. Ich weiß es nicht, es war schon Alltag. Mhm. Und warum hast du dann nicht schon längst Schluss gemacht, wenn das so unzufrieden Stellen für dich war? Ich habe ihn ja auch nicht mehr geliebt, aber ich wollte es halt irgendwie so versuchen. Ich wollte ihm eine Chance geben und mir eine Chance geben. Wir kennen uns schon 4 Jahre. Ja, vielleicht hast du auch ein bisschen Angst gehabt, aus der Beziehung rauszugehen, wenn man so lange zusammen ist. Ja, genau. Ja, also das will ich nicht einfach so wegschmeißen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch dann, wenn man so jung mit jemandem zusammenkommt, mit 16. Und ja, genau, vor allem, wenn man so Probleme zu Hause hat und alles, sowas und er dafür ein da war, ja. Genau, und dann 4 Jahre und dann hat man auch Angst vielleicht vor dem Schritt in die Eigenständigkeit, ne, ins Alleine-Sein. Ja, genau. Wem bist du jetzt mehr böse, deiner besten Freundin oder ihm? Meiner besten Freundin. Das glaube ich auch, das wäre ich an deiner Stelle auch. Weil wenn eure Beziehung eh irgendwie kaputt ist, ist es dann auch egal, was er macht. Ja, aber die beste Freundin dürfte es nie und nimmer tun. Nie und nimmer. Nee, ich hätte gedacht, sie würde das nie und nimmer tun, was sie aber getan hat. Mhm. Und das kriegt sie von mir zurück, weil ich habe ihr so viel, also ich habe ihr total vertraut. Ja. Und sie weiß, ich hatte früher Probleme und so und. Schmiedest du auch Pläne, sie jetzt richtig irgendwie ins Messer laufen zu lassen? Also mit den Jungen habe ich schon einen Plan, dass ich ihn halt eben mit einer anderen guten Freundin, die verdammt gut aussieht. Ja, hast du gerade gesagt. Ja, genau. Mhm. Dass sie ihn halt eben richtig verletzen soll. Ich denke, das wird auch klappen. Ja. Und bei ihr weiß ich noch nicht so recht. Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Nein, ich bin jetzt... Also erstmal duzen wir uns, ne? Ich duze dich auch. Ja, okay. So. Und das Zweite ist, ich bin jetzt kein Ratgeber in Sachen Rache. Warum nicht? Ach, warum? Weil ich... Einerseits kann ich das gut verstehen, dass man dann voll sauer ist. Ja. Andererseits denke ich, es ist vielleicht auch besser, einfach... sofort dann auf den Tisch zu hauen und dem anderen das richtig knallhart ins Gesicht zu sagen und dann Nein, Tschüss. So leicht möchte ich es denen nicht machen. Möchtest ne? du nicht? Mhm. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte es denen richtig heimzahlen. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich damit leben kann, wenn ich sie in Kleinheit ins Gesicht sage. Ja. Also ich muss denen schon so richtig hintergehen. So wie die mich hintergangen haben, so werde ich die auch richtig hintergehen. Verstehen Sie, was ich meine? Also du? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Du bist auch wirklich hart drauf, ne? Muss sein. Mann, wenn man sich verarschen lässt, ja. Dann kann ich sie auch so. Ja, mit dir möchte ich keinen Streit haben, da sieht man nicht gut aus hinterher. Nee, auf keinen Fall. So, aber mach es nicht zu hart. Mach es nicht so, dass du dich hinterher ärgerst. Das ist ganz wichtig bei der Sache. Man darf sich in seiner Rache auch nicht gehen lassen. Und man darf auch nicht über die Stränge schlagen.
Wichtig, ist ganz wichtig, Sabrina, wirklich. Ich verstehe ja, dass du da zornig bist und dass du ihm auch einen auswischen willst, kannst du ja auch machen. Aber mach es nicht zu hart. Du musst hinterher noch gut dastehen, auch vor dir selbst. Dass du in ein paar Jahren noch sagen kannst, okay, das war okay und das war gerecht. Nicht, dass du in ein paar Jahren sagst, da habe ich es übertrieben und das tut mir eigentlich leid. Verstehst du? Nein, es wird mir nicht leid tun. Ja, sagst du also, jetzt. Also dein Ratschlag ist vielleicht gut. Was? Aber es wird mir nicht leid tun. Ja. Also mit Bedacht an die Rache gehen, wenn schon. Ja, genau. Ja. Es wird mir nicht leid tun. Nee, auf keinen Fall. Das, was du mit mir abgezogen hast, ziehe ich auch mit denen ab. Verstehst du? Ja, das Du kommt schwer über die Lippen, ne? Wie bitte? Das Du kommt schwer über die Lippen. Ja, ich habe mich schon so dran gewöhnt wegen der Schule. Ja, ich bin doch kein Lehrer hier, Mann. Nee. Sabrina, also in diesem Sinne, ne? Also mach das mit Bedacht, das Ganze. Ja, mache ich. Ne? Alles Liebe. Ja, mal sehen. Ja, danke schön. Tschüss. Hau rein. Jo, mach ich. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, am Samstag, diese Woche Samstag, ist Promi-Besuch wieder bei mir. Und zwar ich komme mit der Zeit durcheinander, um 23.30 Uhr, um halb zwölf hier im WDR-Fernsehen habe ich zu Gast Alexander, den Superstar-Gewinner Alexander Klavs. Und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen, ihr könnt euch mit dem Alexander unterhalten, ihr könnt ihm Fragen stellen, ihr könnt euch auch kritisch äußern, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt alles fragen, was ihr schon immer mal fragen wolltet. Ihr könnt euch auch jetzt schon anmelden für die Sendung unter domian@wdr.de. Also wenn ihr am Samstag mitmachen wollt bei der Sendung, dann mailt uns mit eurer Telefonnummer und dem, was ihr sagen wollt oder was ihr fragen wollt, und dann werden wir euch zurückrufen und gegebenenfalls dann auch in die Sendung reinstellen. Diese Woche Samstag, 23.30 Uhr, bei mir zu Gast der Superstar-Gewinner Alexander Klavs. Klaus, 51 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja. Ja. Lieber Klaus, du hast dich auch zum Thema vom Partner erwischt gemeldet. Ja, richtig. Warum? Oh, ich bin mit meiner Frau erwischt worden. Du bist von deiner Frau oder mit deiner Frau? Von meiner Frau. Von deiner Frau erwischt worden. Bei was? Mit meiner Freundin im Auto. Mit der Freundin im Auto. Ja. Was war das genau für eine Szene? Wir haben uns geliebt im Auto. Im Auto? Ja. Und wo stand das Auto? Bitte? Wo stand das Auto? Auf dem Parkplatz, nur sie ist mit unserem Hund vorbeigekommen und hat den Wagen gesehen, sie kennt meinen Wagen ja. Ja, also war das Auto nicht weit entfernt von eurer Wohnung? Nein, stand auf dem Parkplatz und dabei hat sie uns erwischt. Ja, also war der Parkplatz nicht weit weg von euch? Nein. Mhm. Und da, wie beschreibt das mal genau, was da passiert ist? Was soll ich da großartig zu sagen? Sie stand vorm Auto, schrie rum wie eine Furie. Und ja, also du warst mit deiner Freundin richtig zu Gange. Ja, richtig. Ja, mit allem drum und dran. Ja, richtig. War es Abend, war es Nacht? Es war abends rum. Es war dunkel? Es war dunkel, ja. Und dann ist deine Frau nah ans Auto reingegangen, hat reingeguckt und konnte euch dann auch erkennen, trotz Dunkelheit. Ja, richtig. Hat sie die Tür aufgerissen? Nein, das hat sie nicht gemacht, das hat meine Freundin gemacht. Und dabei hat sie uns dann ein kaltes Licht ging an dem Auto und dann hat sie uns gesehen. Wie hat sie da reagiert? Ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, wie eine Furie, die schrie erstmal rum und ist dann von dann gezogen. Ja. Und jetzt versuche ich das zu kitten. Ja. War das erste Mal, dass du fremdgegangen bist? Nein. Zwischen uns beiden, also zwischen der Freundin und mir, läuft es schon ungefähr ein Jahr. Ja. Hast du das deiner Frau gebeichtet? Ja, jetzt im Nachhinein. Ja. Ich nochmal zurückzukommen auf die Szene da im Auto. Das ist ja doch äußerst peinlich. Da wird die Tür dann aufgemacht und du liegst da halb nackt oder nackt. Was hast du an noch? Was hatte ich angehabt? Ich war spaßig angezogen. Was? Spaßig? Meine Freundin, die wollte Spaß haben im Auto und zog mir Slip BH und Strumpfhose an. Und dabei haben wir uns geliebt. Dir? Ja. Dir? Du hattest einen Slip, einen BH und eine Strumpfhose an? Ja, richtig. Ja, das ist ja heftig. Ja. Das ist ja heftig. Und das hat deine Frau dann gesehen? Ja, richtig. Dass die nicht in Ohnmacht gefallen ist vor Entsetzen? Naja, ich versuche jetzt hier das alles zu kitten. Moment mal, war das jetzt nur mal so ein Spaß oder stehst du darauf, auch Damenunterwäsche zu tragen? Nein, das war nur Spaß. Nur Spaß? War nur Spaß. Das heißt, du hast dann die Sachen von deiner Freundin angezogen? Ja. Und hab dabei dann Sex gehabt? Richtig. Deine arme Frau. Ja. Deine arme Frau. Wie kittet man das dann? Du sagst, ich versuche das zu kitten. Wie machst du das? Ja,
ich denke mir mal, dass es wahrscheinlich nur über Gespräche geht. Ja, du hast schon Gespräche geführt mit ihr. Doch, habe ich schon geführt. Ja. Wann ist das genau passiert? Wie lange ist es her? 8 bis 10 Tage ist ungefähr her. Ja, und ihr wohnt ja zusammen? Ihr seid jeden Tag miteinander... Ja, richtig, richtig. Wir sind beide berufstätig. Wie ist denn die Stimmung jetzt zwischen dir und deiner Frau? Die knistert. Wie hat sie auf die Gespräche reagiert? Hast du den Eindruck, dass sie ein bisschen auf dich eingeht oder macht sie zu? Sie geht ein bisschen auf mich ein. Ja. Und ich versuche eben da das Beste daraus zu machen jetzt, um unsere Ehe wieder weiterhin. Ja, was heißt das denn? Bist du bereit, deine Freundin sausen zu lassen? Ja. Bist du? Ja. Das war nur so eine Sexgeschichte mit der Freundin? Das war nur eine Sexgeschichte. Mhm. Ja. Weil ich liebe meine Frau im Prinzip. Und das war ein Ausrutscher. Nur der Ausrutscher dauerte schon fast ein ganzes Jahr. Ne? Ja. Naja gut, kann man so als Ausrutscher nicht mehr so weit nennen. Ne? Kann man nicht mehr. Wie oft hast du denn die Freundin getroffen? Ja, so 1-2 Mal im Monat. Ja. Mhm. Was ist denn da in eurer Ehe nicht so in Ordnung? Was würdest du sagen, dass da hapert es irgendwie dran? Was meinst du? Ja, meine Frau ist ein bisschen prüde. Mhm. Ne? So mehr so das dunkle Geschäft im Sex, also das heißt Licht aus und dergleichen. Unter der Bettdecke? Ja, so ungefähr. Oh, und ich hab gerne das Offene. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 27 Jahre. Fast 27 Jahre. Ist auch schon eine lange Zeit. Und das war jetzt deine ersten, dieses letzte Jahr, waren die ersten Fehltritte oder gab's? Ja, richtig. Ja. Und bei ihr ist noch nichts gelaufen, meinst du? Also bei meiner Frau glaube ich das nicht. Nee. Gut wäre ja vielleicht, wenn jetzt sowas passiert ist. Da ist ja sowas passiert und du sagst, das tut mir leid und ich will das wieder kitten und ich will meine Ehe retten, weil ich meine Frau liebe und ich bin auch bereit, die Freundin aufzugeben. Vielleicht wäre das ganz gut für euch beide, wenn ihr euch auch eine professionelle Beratung zu einer professionellen Beratung gehen würdet. Ja gut, darüber haben wir uns beide noch keinen Kopf drüber gemacht. Finde ich so spontan gesagt gar nicht eine schlechte Idee. Wenn man vor allen Dingen ein Paar, was so lange zusammen ist, da ist alles so eingefahren und da ist es ganz gut, wenn dann eine dritte neutrale Person dabei ist und vielleicht ein bisschen vermittelt. Ja gut, das wäre vielleicht mal interessant, da mal zu bewerkstelligen. Ja, ich mache dir das Angebot, meine Psychologin kann dir eine Adresse oder ein paar Adressen geben in deiner Umgebung, wo ihr hingehen könntet. Gut, das wäre nicht schlecht. Gut, dann legst du auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Alles klar, dann danke ich dir mal. Alles Gute, viel Glück. Gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Jo. Vom Partner erwischt heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und mir das ein oder andere erzählen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr am Samstag bei meiner Promi-Sendung mitmachen wollt, bei der Sendung mit Alexander, dem Superstar-Gewinner, könnt ihr auch schon heute mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Marc. Marc, 29 Jahre alt. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Ja, Marc. Ja, hi. Bist du erwischt worden oder hast du erwischt? Ja, ich bin sozusagen erwischt worden, genau. Aha. Ich muss ein bisschen ausholen und zwar, also meine Geschichte ist ein bisschen krasser, also keine Fremdgeh-Story oder irgendwie sowas. Ja? Ich bin auch gerade ein bisschen redselig, hab schon 2 Bierchen irgendwie getrunken. Ach, ich stopp dich schon. Also du bist nicht im Auto mit deiner Geliebten erwischt worden. Nee, du warst ja noch angenehm. Ich habe eine etwas Geschichte im kriminellen Bereich sozusagen. Oh. Ja, mühsam. Ja. Soll ich mal loslegen? Ja, leg mal los. Ich leg mal los. Und zwar folgendes. Ich habe mal so vor circa 4 Jahren einen Nachbarn gehabt, der war halt so ein bisschen krank drauf. Das heißt, der ist zwar ganz normal arbeiten gegangen, hat aber nach seiner Arbeitszeit, so ein paar kleine Diebstähle begangen. Mhm. Das heißt, also der ist in irgendwelche Läden rein und hat da irgendwelche Hosen mitgehen lassen. Der Nachbar. Genau, richtig. Mhm. Ja. Und der hat die halt bei uns in der Nachbarschaft relativ günstig verkauft immer. Ja? Davon hast du Wind bekommen, hast du es mitbekommen, die hat er auch angeboten. Ganz genau, ja. Richtig. Ja. So, und ich habe halt zu ihm gesagt, okay, pass auf, verkauf die Sachen nicht für, was weiß ich, wenig Geld. Ja. Sondern habe mich dann verleiten lassen, zu ihm zu sagen, lass doch die Sachen einfach zurück ins Geschäft bringen. Lass die Sachen zurück ins Geschäft bringen? Genau. Und dann? Ja, dann bin ich halt so ein bisschen reingerutscht. Ich habe halt gesagt, okay, pass auf, gib mir deine Diebstahlware. Und bin halt dann praktisch in den Laden zurück und habe gesagt, okay, hier, ich habe das hier vor 2 Wochen gekauft und würde gerne umtauschen. Ach so. Ja, aber du hast sogar keinen Kassenzettel zum Umtauschen. Richtig. Aber da ich ja ein netter Junge bin und ganz seriös aufgetreten bin, haben sie mir halt geglaubt. Ach.
ich erzähle das relativ lustig, das ist schon eine harte Geschichte. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Klingt jetzt hier alles ein bisschen spaßig. Also, der hat die Sachen geklaut. Dann hat er sie dir gegeben. Du gehst in das Geschäft und sagst, ich habe das hier gekauft und würde es gerne umtauschen. Ja. Umtauschen oder Geld zurück? Ja, Geld zurück. Geld zurück. Ja. Das heißt, du hast den vollen Wert der Ware bekommen und hast dann mit dem Nachbarn geteilt, oder wie? Ja, sozusagen. Sozusagen. Mhm. Wie viel Geld hast du eingekassiert? Ja, das kann man immer drauf an. Also ich muss dazu sagen, also denk ja nichts Schlechtes von uns. Ich meine, das hört sich alles ziemlich krass an und ich weiß, das ist eine kriminelle Sache und das war alles ganz, ganz schlimm. Also ich möchte irgendwie nichts schönreden oder so. Nee, ist auch krass. Aber lass mich ein paar Fakten noch fragen. Wie lange habt ihr das gemacht? Also wir haben das circa ein Jahr gemacht. Mhm. Wie viel Geld hast du denn Reingewinn in der Hand gehabt, ungefähr? Weißt du es überhaupt? Ja, ich weiß das schon, ja. Sag mal. Das war noch zu D-Mark-Zeiten und das waren so vielleicht am Tag so, ja, weiß ich nicht, 200 Mark oder so. Am Tag 200 Mark? Ja. Viel? Ist auf jeden Fall viel. So, wie ist das Ganze dann, du sagst, erwischt, vom Partner erwischt? Hat deine Partnerin dich dabei erwischt? Ja, nee, nicht so ganz. Wer? Es ist so gewesen, also ich muss dazu sagen, wir gingen beide ganz normal arbeiten und haben das halt nach der Arbeit so ein bisschen gemacht, so praktisch als Nebenverdienst. Mhm. Und ich habe das auch eine Zeit lang gar nicht als so krass empfunden, weil ich habe mir gedacht, gut, du stehlst die Sache nicht, du bringst sie nur zurück. Weißt du, was ich unterbreche dich mal eben. Was ich ganz irre finde, ist, dass die dir immer das Geld gegeben haben, immer, ohne dass du den Kassenbon hattest. Ja. Das heißt, du hast die alle um den Finger gewickelt irgendwie. Ja, und das macht mir auch schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich komme ganz, ganz nett an, wenn ich da vor der Theke trete. Ja. Und habe auch eigentlich ganz gut geredet und habe mir dann irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Das waren halt teilweise Hosen gewesen. Und habe halt irgendwelche Geschichten erzählt von wegen, passen nicht, am Hintern zu eng und so weiter. Aber wenn ihr das ein ganzes Jahr gemacht habt und du warst jeden Tag unterwegs, dann musst du Moment, halt jeden Tag nicht. Jeden Tag nicht? Natürlich nicht jeden Tag, aber... Du hast gerade gesagt, jeden Tag 200 Mark ungefähr. Ja, gut, okay, ja, ich meine jetzt an dem Tag, also wenn es halt stattgefunden hat, dann waren es vielleicht 200 Mark. Es war vielleicht die Woche, ja gut, zwei, drei Mal war es. Ach so, wenn es denn stattgefunden hat, an dem Tag 200 Mark dann. Genau, richtig. Okay, so, jetzt, wie ist es aufgeflogen? Ja, Problem ist halt, wir haben das halt immer bei derselben Kette gemacht, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Und, ja, es lief halt ganz gut. Und dann haben wir halt irgendwann mal, wir haben es halt übertrieben und irgendwann ist es halt doch aufgeflogen, weil mich jemand erkannt hat an der Information. Mhm. Ich habe halt gedacht, okay, die Frau da an der Info kennt sie jetzt und die wird am Tag, was weiß ich, wie viele Kunden haben, vielleicht denke sich, gut, den kenne ich nicht mehr. Hat mich aber dann noch erkannt und hat dann den Detective angerufen von dem Geschäft. Und der kam dann an und meinte halt, ja, hier, guten Tag und von wegen umtauschen, die Story kennen wir ja schon. Mhm. Und ich bin normalerweise, auch wenn das ein bisschen krass klingt, aber ich bin normalerweise ehrlich. Normalerweise. Nehmen wir das mal aus, was du gerade erzählt hast. Ja, genau. Ne? Ja. Ja, nehmen wir das mal weg, genau. Also, das ist jetzt keine Geschichte, dass deine Partnerin dich erwischt hat. Ja, das kommt dann auch. Ach, komm. Also, das war nur so die Vorgeschichte und dann hat der Detective halt gesagt, gut, ich spinn's ja wohl, kann's nicht bringen und ist halt ein paar Mal vorgekommen und jetzt muss ich die ganze Sache an die Staatsanwaltschaft geben. Und da ich halt in mehreren Läden dann wohl aufgefallen bin, sag ich jetzt mal, haben die mir halt jetzt einige Sachen angehangen. Ja. Ich war vorher noch nie kriminell aufgefallen, großartig, ist gar nichts passiert. Jetzt bringen wir die Freundin mit ins Spiel. Jetzt kommt die Freundin, bring mal rein. Die Freundin kam vor zwei Wochen zu mir, Wochenende, weil die wohnt weiter weg, war bei mir zu Besuch. Und ich habe halt schlampigerweise die Briefe oder den Brief der Staatsanwaltschaft nicht gut genug versteckt. Ah, ich verstehe. Du hattest die ganze Sache vor deiner Freundin geheim gehalten. Ja, klar, ich meine... Natürlich. Ich muss ja zu sagen, meine Freundin ist halt relativ, oder nicht relativ, die ist halt sehr seriös, die arbeitet bei der großen Bank, sag ich das mal, in Deutschland. Und ist halt mit so Sachen überhaupt nicht, kann damit nichts anfangen. So, ist das quasi aufgeflogen, weil deine Freundin diese Briefe entdeckt hat, zufälligerweise? Genau, es war halt ein Brief, den ich halt erhalten habe, auch kurz davor erst, von der Staatsanwaltschaft. Und da stand halt drin, hier, guten Tag, Sie haben halt Betrug begangen. Mhm. Also und der Prozess hat noch nicht stattgefunden, das läuft jetzt alles. Wie hat denn, das hat sie erst vor zwei Wochen entdeckt. Genau. Ja, wie hat sie darauf reagiert? Ja, ziemlich krass. Also sie hat halt erstmal nichts gesagt. Ich war auch gerade im Badezimmer und bin dann wiedergekommen, da war sie ja halt ziemlich komisch. Ja. Und dann meinte ich halt, gut, was ist los, weil ich merke das an. Und dann meinte sie halt, was ist das für ein Brief, hat sie dann auch dann direkt mal auf den Tisch gelegt. Und ja gut, dann stand ich jetzt erstmal da und dachte mir, gut, was machst du jetzt? Ich lüge sie eigentlich nicht an, erzähle keine Geschichten bei ihr, weil ich es halt auch unfair finde, wenn ich da irgendwie jetzt rumlügen würde. Mhm. Und habe ihr halt die Wahrheit gesagt. Und das Problem ist halt bei mir, ich habe es halt auch nicht so als so super schlimm empfunden. Aber es hat sich dann doch sehr lange hingezogen, ne, bis es jetzt aufgeflogen ist. Ja, klar. Das heißt, das war nicht nur ein Jahr. Nee, doch, das war schon ein Jahr lang.
Aber jetzt hat sie es halt erst gemerkt, weil sie... Ich meine, dass das juristisch jetzt in die Gänge kommt, hat sich das doch sehr lange hingezogen. Wenn ihr das vor 4 Jahren gemacht habt. Ja, gut, okay. Ja, gut, so ungefähr. 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 Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ja, ich bin mit der jetzt halt circa 3 Jahren zusammen. Ja. Und sie liebt mich auch sehr, glaube ich. So, jetzt ist natürlich ein riesengroßer Vertrauensriss da entstanden. Ja, ne? Genau. Wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich auch sehr sauer. Ja. Und wenn du es umgekehrt, wahrscheinlich, wenn dir sowas passiert wäre, umgekehrt wärst du auch sauer. Hast du Sorge, dass die Beziehung deshalb kaputt geht? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ihr das halt alles erzählt und sie kann es auch ein ganz klein bisschen nachvollziehen. Ja, es hört sich ja ganz so krass an. Ich möchte auch nicht schönreden. Sie kann es halt ein klein bisschen nachvollziehen, weil sie meinte halt, ja gut, wenn die es halt euch so leicht machen, dann ist halt so eine verführerische Geschichte. Ja, nee. So wollen wir es aber gar nicht anfangen zu sehen. Ne? Ja, dann sag du mal. Nee, ich meine, so kann man nun wirklich nicht argumentieren. Nee, eigentlich nicht. So kann man nicht argumentieren. Das ist eine Straftat, eine üble Straftat. Ja, Punkt aus, ne? Ja, ich meine, du kannst froh sein, wenn deine Freundin dir verzeiht. Ja, sie verzeiht mir und sagt doch hier, wenn du jetzt echt da eine Haftstrafe bekommen würdest, ich hoffe immer auf eine Bewährungsstrafe, weil vorhin nichts passiert ist. Aber wenn es halt soweit ist, dann wird sie ja zu mir halten, meinte sie. Ja. Weil sie mich halt sonst eigentlich liebt und auch als ehrlichen Menschen normalerweise empfindet, bis auf diese Geschichte. Bist du denn wirklich? Du hast es jetzt zweimal schon gesagt. Ganz ehrlich jetzt. Bist du normalerweise ein ehrlicher Typ? Doch, eigentlich schon. Also aber da hat es dir unter den Finger gejuckt. Ja, hat mir unter den Finger gejuckt, weil das war so einfach irgendwie. Das und das war leicht verdientes Geld dann, ne? Ganz genau. Mhm. Aber auch ein bisschen blöd alles, ne? Das ist doch klar, dass das irgendwann auffliegt, vor allen Dingen, wenn er das immer noch bei der gleichen Kette macht. Und das Problem war halt, das lief halt echt so gut teilweise. Oh mein Gott, ich rede nicht um Kopf und Kragen, mein Gott. Das lief halt echt teilweise, aber ich erzähle trotzdem, das lief ja, gut, ich kann ja, verstehen, dann bist du wie von Sinnen, hast du es immer weiter gemacht und, Das war auch teilweise echt so, dass ich das auch als schlimm empfunden habe. Ich bin da ganz normal rein, hab gedacht, okay, denk jetzt einfach, du bist normaler Kunde und hast es wirklich irgendwann mal gekauft. Du hast einen Anwalt? Ja. Ja, was meint denn der Anwalt, was da für eine Strafe rumkommt? Ja, der meinte halt, da kommt eine Bewährungsstrafe bei rum und eine Geldstrafe. Ja. Ne? So, jetzt wollen wir hoffen, dass du daraus lernst. Ja, auf jeden Fall. Dass wir nicht in 2 Jahren wieder telefonieren, wir beiden, und du erzählst mir von anderen krummen Sachen, die du gedreht hast. Nee. Und wollen wir hoffen, dass eure Beziehung nicht zu sehr Schaden genommen hat davon. Gutes Schlusswort. Ja, ne? Ja. So, jetzt kannst du dein nächstes Bierchen trinken. Ja, Bierchen ist ganz mehr da. Ach so. Dann muss ich wohl schlafen gehen jetzt. Na gut, dann geh schlafen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Danke, du mir. Tschüss, Marc. Tschüss. Bernd, 55 Jahre. Hallo, Bernd. Ja, hallo, Bernd. Ja, grüß dich. Vom Partner erwischt. Ja, meine Geschichte liegt schon ein bisschen länger zurück. So circa 30 Jahre. Das brummt so bei dir. Ja, dann muss ich dann die Freisprechanlage mal eben wegstellen. Ja, das stell die mal weg. Ja. Aber es brummt immer noch. Immer noch ein bisschen. Mhm. Nicht ein bisschen, sondern sehr. Ja. Ja. Was ist das für eine Anlage, die du wegstellen musst? Wie? Was musst du da wegstellen, damit es nicht brummt? Nee, ich hab hier eigentlich, ihr bist jetzt ziemlich dicht am Fernseher vielleicht. Also meine Regie gibt mir Signal, wenn es irgendwie nicht mehr geht. Ja. Also, jetzt geht's, ja. Ungefähr schon 30 Jahre zurück. Ja. Da war ich verheiratet. Ja. Und hatte aber eine Beziehung noch so nebenbei mit einem Arbeitskollegen. Oh. Und dieser Arbeitskollege, der fing bei uns neu an und ich war aber schon jetzt 5 Jahre verheiratet, habe auch ein Kind mit meiner Frau, aber hatte mich einfach in den verliebt. Zum ersten Mal damals in einen Typ? Ja, erste Mal. Zum allerersten Mal? Naja, ich hatte immer schon ein bisschen, auch für hübsche Männer hatte ich auch ein Auge. Auch immer ein Auge, ne? Ja, aber es war vorher noch nie irgendwas passiert? Nee, noch nie. So, dann kam der Arbeitskollege, netter Kerl. Ja, ganz netter Kerl. Geiler Typ. Ja. So, und da hast du dich verknallt. 19 Jahre alt. Wow. Ja, und ich war 25. Ja, aber hat der sich denn in dich auch verknallt? Ja, natürlich. Was für ein schöner Zufall, hat man ja auch nicht immer, ne? Nicht, das war ja auch ganz komisch. Also der wusste ja, dass ich verheiratet bin und auch ein Kind hatte und alles, aber wir haben das dann heimlich gemacht. Ja, und dann vor 30 Jahren, da war das ja alles noch nicht so locker wie das heute. Das war ja ganz schlimm. Mhm. Und dann wohnte ich noch in einer Kleinstadt, nicht? Und dann, dann kommt ja die Geschichte. Ich bin dann mit dem, also wir hatten eine Weihnachtsfeier vom Betrieb. Und dann kam das so, dass wir von der Weihnachtsfeier nach Hause gefahren sind und mein Arbeitskollege aber 20 Kilometer von uns entfernt wohnte, also von der Firma entfernt. Und nun kam der gar nicht mehr nach Hause. Und nun sagte ich dann zu meiner Frau,
Ach, dann lass ihn doch bei uns schlafen. Wir haben ja noch ein Gästezimmer. Ja, kurze Zwischenfrage. War da schon etwas passiert zwischen euch beiden zu dem Zeitpunkt? Ja, ja. Im Auto haben wir schon hin und wieder mal... Okay, ich wollte es nur wissen. Im Auto haben wir dann schon mal ein bisschen Sex gemacht, sind wir in den Wald gefahren und haben da schon mal ein bisschen gemacht. Gut. Und dann sind wir dann von der Weihnachtsfeier zurück und dann hat er bei uns geschlafen. Und dann sind wir... Meine Frau ist dann ins Bett gegangen und ich bin und ich habe mit ihm noch im Wohnzimmer gesessen, haben noch ein bisschen Musik gehört, ein bisschen was getrunken noch. Ja. Und eine halbe Stunde später hat er sich dann hingelegt. Auf die Couch? Und dann habe ich mich dazugelegt. Auf die Wohnzimmer-Couch? Auf die Wohnzimmer, im Gästezimmer. Im Gästezimmer. Mhm. Ja, und dann ist es so gekommen, dann haben wir auch Sex gehabt. Ja. Und beide waren wir ja natürlich splitterfasernackt. Und sturzbesoffen wahrscheinlich. Beide ja ziemlich angetrunken. Ja. Und wollte natürlich ins Ehebett wieder reingehen. Ja. Weil meine Frau, die schlief ja schon. Ja. Und ich natürlich gedacht, das kriegt sie ja nicht mit. Mhm. Machen wir ein bisschen Sex und dann gehe ich wieder. Mhm. Aber ich bin eingeschlafen. Bei ihm im Gästezimmer? Bei ihm im Gästezimmer. Völlig nackig. Völlig nackt, beide umarmt. Und das war ja nur ein schmales Bett eigentlich. Ne? Ja. So eine schmale Couch. Ja. Und dann, so eine Klappcouch. Und dann morgens ist meine Frau natürlich früher wach geworden. Ja. Und dann suchte die mich und findet mich im Gästezimmer. Nackt umarmt. Beide splitternackt. Du lieber Himmel. Oh, und dann. Du lieber Himmel. Und da? Dann hat sie gerufen, was ist hier los? Ja. Nicht? Sie hatte. Sie natürlich wach geworden, dann ist sie zur Nachbarin gegangen. Ja. Und hat da geklingelt und hat gesagt, Karin, komm mal rüber und guck dir das an. Mein Mann hier liegt hier splitterfasernackt. Sie war völlig überrascht. Sie hatte überhaupt gar keinen... Keine Ahnung nichts gehabt. Nein. Wie hat sich diese sehr peinliche und unangenehme Situation dann aufgelöst an dem Morgen? Ja, und dann ist es sehr natürlich gegangen. Und ich war natürlich auch ganz perplex. Ist die Nachbarin denn auch gucken gekommen? Wie? Ist die Nachbarin rübergekommen? Ja. Und hat euch auch mal angeguckt, euch nackten Jungs? Ja, natürlich. Oh, weia, oh, weia. Bett noch gesehen. Oh, weia. Ja. Und dann hat sie natürlich die Scheidung eingereicht. Danach. Hm. Hast du gestanden? Hast du gesagt? Ich habe sofort vor Gericht gestanden. Ja. Nee, ich meine, hast du... Was soll ich machen? Nee, ist klar. Hast du ihr auch alles gesagt? Das läuft ja schon eine ganze Weile. Ja, ich habe mir dann gesagt. Ich sag, damit bin ich jetzt ein halbes Jahr oder so haben wir dann schon mal hin und wieder was gehabt. Warst du eigentlich in diesen Jungen verliebt oder war es nur reine Sex? Nee, das war schon mehr Liebe. Und als du dann geschieden warst, bist du mit ihm zusammengekommen? Nee. Dann bin ich natürlich aus in der Firma, habe ich da gekündigt und er auch. Weil das rund ging, das weil Ganze. Weil das ja rumging. Und das in der Kleinstadt, 14.000 Einwohner, oh. da wusste jeder, was jeder macht. Verstehe. Mhm. Das war natürlich gleich Stadtgespräch. Ja, klar. Ja. Oh ja, und dann habe ich Taxi gefahren da in der Stadt. Mhm. Ne? Aber das ging und doch nicht. Da haben die schon gesagt, mit dem Schwulen fahren wir nicht. Mhm. Ja, klar. Ja. Das war ganz schlimm. Ja. Da konnte ich schon, das war also... Du bist dann in eine andere Stadt gegangen? Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Nach Hamburg, mhm. Ja. Bist du ganz schwul oder lebst du mit einer Frau wieder? Ja, jetzt bin ich da. Also danach habe ich nie wieder was mit der Frau gehabt. Mhm. Ihr habt gemeinsam aber auch ein Kind, ne? Ja. Wie ist der Kontakt zu dem Kind gewesen? Durfte ich überhaupt nicht sehen. Ach. Ich durfte ihn vielleicht besuchen, aber nur in ihrem Beisein. Ja. Das wurde vom Gericht so beschlossen, dass ich, auf jeden Fall durfte ich ihn nicht haben, zu mir nehmen, weil ich ja... Du könntest ihn ja, eventuell unsittlich verführen. Ja, der war 6 Jahre alt. In der Zeit war man so drauf. Was soll ich da mit so einem 6-jährigen Jungen, ne? Ja, aber nein, das wurde gerichtlich. Ich durfte ihn nur da besuchen, aber meine Frau hatte damals noch einen Freund. Ja. Und da wollte ich ja nun nichts zu tun haben. So, nun ist der... Da wollte ich ihn ja nicht in der Wohnung da besuchen. Nun ist der Junge ja schon ein erwachsener Kerl mittlerweile. Ja. Hast du heute Kontakt mit ihm? Er war bei mir, ich hatte mal ein Lokal hier in Hamburg. Ja. Und dann auch noch ein schwules Lokal. Ja. Und dann besuchte der mich ganz zufällig vor 4 oder 5 Jahren und wusste, dass ich einen Laden habe hier. Das hat meine Ex-Frau hat ihm das wohl mal erzählt. Ja. Und die hat mich ja sowieso nur schlecht gemacht vor ihm, nicht? Auch damals schon, als ich weg war. Und dann hat er mich besucht und hat das dann aber mitbekommen, dass das auch noch ein schwules Lokal war. Ja. Und hat ihn das schockiert? Ja, und dann habe ich schon die Gäste weggeschickt. Jetzt wollte ich nur noch mit ihm alleine sein. Mhm.
und haben uns dann noch alleine unterhalten. Ja. Und dann ist er auch noch da geblieben. Ja. Dann sind sie aber nach Hause gefahren, wohnen ungefähr auch so 20 Kilometer von Hamburg entfernt. Mhm. Und dann habe ich versucht zu erreichen, aber er wollte mit mir nichts zu tun haben. Habe ich einen Brief geschrieben. Das heißt, du hast heute auch keinen Kontakt mehr zu ihm? Was ja schade ist, ne? Es ist dein Sohn. Ja. Ja. Und da sagte ich auch zu meiner Frau, habe ich noch angerufen. Ich sagte, der Stefan, der hat sich ja überhaupt nicht mehr gemeldet bei mir. Warum meldet der sich denn gar nicht mehr bei mir? Ist doch schade eigentlich. Also ist dieses, was damals passiert ist, dieses Erwischtwerden von deiner Frau, war ein Erdbeben in deinem Leben. Aber letztendlich hat es dein ganzes Leben in eine andere Bahn gebracht. Ja, ne? ja. Bereust du es im Nachhinein? Nein, eigentlich nicht. Ja. Nicht? Ich war zwischendurch immer mal fest befreundet. Ja. Jetzt im Moment bin ich zwar solo, ja. aber... Also schade finde ich nur, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn sich dann doch nicht irgendwie wieder ergeben hat. Das ist eigentlich schade. Aber vielleicht kann das sicher doch noch mal. Wie alt ist er jetzt? Jetzt ist er 34. Ne? 94. Jetzt, ja. Denn eigentlich müsste er doch dann jetzt mal langsam Verständnis auch für alles haben. Mhm. Und Verständnis zeigen. Ne? Ja. Ich würde es euch wünschen, Bernd. Ja. Alles Gute und schöne Grüße nach Hamburg. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jan, 30 Jahre. Hallo Jan. Hallo Domian. Ja, Jan. Ja, folgendes. Ich habe auch eine Geschichte erzählen. Und zwar war es bei mir so, dass nicht ich erwischt worden bin, sondern dass ich meine damalige Freundin, das Ganze liegt schon ein paar Jahre zurück, das war im Jahr 2000, beim Fremdgehen erwischt habe. Beim was? Beim Fremdgehen? Beim Fremdgehen, genau. Ja. Und zwar hat sich das Ganze so zugetragen, also ich habe meine Freundin während meiner Ausbildung kennengelernt, ich bin ehemaliger Polizeibeamter. Wir waren zusammen in einer, ich sage jetzt mal Kaserne, also im Polizeiausbildungsinstitut, wir haben uns dort kennengelernt und sind nach, sage ich mal, drei Wochen sind wir dort zusammengekommen, haben zusammen die Ausbildung absolviert und sind dann zusammen nach Köln gegangen. Mhm. Also ich kam aus Köln, sie kam von auswärts, wir sind zusammengezogen und ich habe mir dann im Jahr 1999 das Bein gebrochen und alle Außenbänder abgerissen und das hieß, ich musste mehrfach ins Krankenhaus. Ja. Und ja, dann ging das halt so weiter, also nachdem ich das gebrochen habe, hatte ich erstmal einen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt, da ist noch nicht großartig was passiert, glaube ich. Mhm. Und dann kam die Weihnachtsfeier und ich war krankgeschrieben und aufgrund meiner Krankschrift konnte ich natürlich nicht zu dieser Weihnachtsfeier erscheinen. Verstehe. Und sie ist am nächsten Morgen erst um 12.30 Uhr nach Hause gekommen. Ja. Sie hatte mehrfach angerufen, ob ich nicht doch kommen wollte. All meine Vorgesetzten hatten nichts dagegen, aber ich habe halt gesagt, aus versicherungstechnischen Gründen, wenn mir da was passiert, ist klar, gehe ich nicht hin. So, jetzt warst du zu Hause und sie war auf der Weihnachtsfeier. Ganz genau. Aber wo hast du sie dann erwischt? Ich habe sie dann erwischt, also erstmal habe ich den Anfangsverdacht, also ich habe das dann detektivisch aufgebaut, so wie das in meinem damaligen Beruf auch gemacht wurde. Ja, also dir kam schon komisch vor, dass die so erst in der Mittagszeit nach Hause kam. Ganz genau. Also ich war vorher schon auf mehreren Weihnachtsfeiern und da war das ja so üblich, dass vielleicht um 4, 5 Uhr, dass man dann nach Hause kam. Ja, in der Regel dauert die Weihnachtsfeier nicht bis zum nächsten Mittag. Richtig. Ist eher selten. Genau. Aber also der Polizei kann sowas natürlich schon mal vorkommen. Ja, das kann vorkommen, aber das ist auch nicht die Regel. Ja, gut. Also 12.30 Uhr, das passte nicht. Okay, jetzt warst du alarmiert und hast geforscht. Nee, da habe ich erstmal nicht geforscht, ich habe mich schlafen gestellt und das Ganze so auf sich beruhen lassen. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, wann sie nach Hause gekommen sei und sie sagte ja, irgendwann ganz früh morgens. Und da war mir schon klar, eine Lüge. Das stimmt was nicht. So, jetzt hatte ich natürlich diesen gebrochenen Fuß und hatte auch mehrere Schrauben und Platten und Drähte im Fuß. Das hieß, da waren mehrere Krankenhausaufenthalte nötig. Ja. Und 6 Wochen später bin ich das nächste Mal ins Krankenhaus gekommen, da wurden mir die Drähte aus dem Bein entfernt. Mhm. Und ja, da habe ich gedacht, so, mal auf Nummer sicher gehen, gucken, da ist irgendwas faul. Und dann habe ich angefangen, also mit so ganz billigen Tricks, wie zum Beispiel Tesafilm von innen an die Schrankwand von meiner Schrank zu kleben, mir die... Ja, dann habe ich mir die Reihenfolge meiner T-Shirts gemerkt, wie die Bettwäsche sortiert ist, was wir für eine Bettwäsche auf dem Bett haben. Ja. Ich habe meinen Computer präpariert, sie selber hat überhaupt kein Interesse am Computer gehabt. Aber ich habe halt meinen Computer so präpariert, ich habe hinten den Stecker rausgezogen, ich habe mir dann gemerkt, wie viel ich online verbracht habe. So, wie ist jetzt das Erwischen genau passiert? So, und dann ist es so passiert, ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, mir wurden die Drähte, also wie gesagt, entfernt und ich kam nach Hause und das Erste, was ich gecheckt habe, war das Bett. Da war die Bettwäsche neu aufgezogen. Okay, das ist ja im Grunde genommen nichts Schlimmes. Nee. Aber dann bin ich zu meinem Schrank gegangen und sah, dass zum Beispiel das oberste T-Shirt nicht mehr vorhanden war, sondern das war in der Wäsche. Das ist auch nicht schlimm.
auch nicht schlimm, aber sie trägt normalerweise nicht meine T-Shirts. Aha. Mein Computer ist online benutzt worden, das konnte ich dann nachvollziehen. Ja. Sie selber hat nie das Internet oder den Computer genutzt. Sie hatte überhaupt gar kein Interesse. Okay, das deutet jetzt darauf hin, dass da irgendwas Komisches passiert ist. Wie hast du denn dann rausbekommen, dass da wirklich ein anderer Kerl im Spiel ist? Da habe ich sie dann aufgrund dieser Indizien zur Rede gestellt. Ach so. Und dann hat sie das gestanden? Nee, überhaupt nicht. Also sie hat alles abgestritten. Wie ist es denn dann rausgekommen? Also es ist dann rausgekommen dadurch, dass sie dann, also mit mir zusammen die Trennung vollzogen hat. Wir haben unsere gemeinsame Wohnung aufgelöst. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ich darf eigentlich nicht so viel erzählen. Das kann man nachvollziehen, wer das ist innerhalb des Kollegenkreises. Auf jeden Fall, ich habe über den Kollegen dann einen Tipp bekommen. Mein Gott, ist das kompliziert. Also dann hattet ihr euch schon getrennt. Und nach der Trennung ist es rausgekommen, dass du mit deinen Vermutungen recht hattest. Ganz genau so war das. Und hast dann sogar noch rausgekriegt, wer das war. Das wusste ich danach auch, weil so nach und nach, nachdem ich dann von Kollegen von anderen Dienststellen dann gesagt bekommen hatte, also die verstehen sich, die zwei, wie ich dann, also den Mann, den ich auch im Verdacht hatte. Also ist die Trennung vollzogen worden, da hätte sie es doch eigentlich aussprechen können. Sie hätte sagen können, ich habe einen anderen. Hat sie nicht getan. Hat sie nicht getan. Ja, ja. Und das Ganze ist dann gegipfelt auf der nächstjährigen Weihnachtsfeier, dass also dieser Mann zu mir gekommen ist und gesagt hat, also ich habe dann die Dienststelle gewechselt, weil mir ging es damals sehr, sehr schlecht. Ich habe das Ganze auch nicht so richtig damals verarbeitet und ertragen können, sodass ich gesagt habe, weil wir haben jeden Tag miteinander zu tun gehabt. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann wechsle ich die Dienststelle und mache was anderes bei der Polizei. Okay, und was hat der Mann zu dir gesagt? Der ist zu mir gekommen dann auf der nächsten Weihnachtsfeier und hat gesagt, hör mal, du bist ja jetzt wieder da und das ist ja nicht besonders gut, da steht ja was zwischen uns. Und ich hatte das dann am Ende des darauffolgenden Jahres, hatte ich das ganz gut verarbeitet, weil ich auch in eine neue Beziehung gegangen bin. Mhm. Und okay, was wollte der denn hinaus? Darauf hinaus, dass er alles zugegeben hat dessen, was ich behauptet habe. Verstehe. Was ich immer abgelöst habe. Also im Nachhinein hast du dann deine große Genugtuung gehabt. Ja, was heißt Genugtuung? Genugtuung nicht, aber Bestätigung letztendlich für das, was du vermutet hattest. Richtig. Und das Ganze ist dann noch darin gegipfelt, dass sie halt auf der Weihnachtsfeier, sie hat die Weihnachtsfeier dann abrupt abgebrochen, hat ihn an der Hand genommen, die sind beide nach Hause gegangen. Mhm. Und ein sehr guter Freund von mir ist parallel mit dem Pärchen rausgegangen und sie ist ihm gegenüber dann gewalttätig geworden, weil er mir gegenüber das alles zugegeben hat. Ach du lieber Himmel. Also Jan, gut, dass du aus der Sache raus bist, aus der Geschichte. Das sehe ich genauso. Das sehe ich wirklich so. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch von mir. Tschüss. Tschüss. René ist hier. Hallo René, 27. Ah, hallo Domian. Hallo René. Ich habe damals meine erste Freundin eigentlich erwischt, wie sie mit einem gemeinsamen Bekannten im Bett lag. Ja. Und wie lange wart ihr da schon zusammen? Wir waren damals schon knapp 4 Jahre zusammen. Ah, das ist immer so schlimm, wenn man so lange zusammen ist, ne? Und wenn dann so etwas passiert. Ja, das ist wohl wahr. Wie hast du es genau erlebt? Was ist da genau geschehen? Ich bin abends bei ihr vorbeigefahren. Also ihr wohntet nicht zusammen? Nein, noch nicht. Da waren wir noch zu jung für. Mhm. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 11. Wie bitte? Ja, aber ich wusste nicht, dass sie 11 war. Wie, was, wo, wie? Sie sah etwas älter aus. Ja, aber ihr wart dann länger zusammen. Ja. Und als das passiert war, war sie 15 oder was? Ja, so ungefähr. Aha. 14, 15 in dem Dreh. Mhm. Und du warst dann wie alt? Ich war knapp 18. Ja. Und ich bin dann bei ihr vorbeigefahren. Sie wohnte parterre. Mhm. Und dann habe ich schon gesehen, dass das Fenster beschlagen war von innen. Mhm. Da hatte ich schon so eine Vermutung. Wie? Nur aufgrund des beschlagenen Fensters? Ja, weil... Hast gedacht, da geht's hoch her? Ja, ich kenne das, weil wir waren schon bei mir und da hat auch das Fenster von innen beschlagen. Ah ja. Und dann habe ich dann auch von innen so ein paar Geräusche gehört. Mhm. Und habe sie dann auch irgendwann, habe angeklopft am Fenster. Da kam sie ran, war also auch nicht gerade angezogen. Mhm. Und irgendwann kam er dann raus. Er war wahrscheinlich auch ein Junge in dem Alter dann, oder was? Ja, genau. Ja. Und das ist alles auch gar nicht gut ausgegangen. Was heißt das? Wir hatten dann noch eine kleine Prügelei. Ihr beiden Jungs? Ja, genau. Draußen im Garten? Im Hausflur. Im Hausflur? Ja, direkt vor ihrer Wohnungstür. Und die Eltern, waren die nicht zu Hause? Oder? Nee, die waren nicht zu Hause. Ja. Und
daraufhin hatten wir also wie gesagt die Prügelei. Mhm. Und ich hatte leider ein Messer dabei und habe ihn daraufhin ins Bein gestochen, weil er mich im Schwitzkasten hatte und ich da nicht so rauskam. Mhm. Und ja, irgendwann kam dann auch die Polizei. Mhm. Und hat mich aber allerdings nach der ganzen Sache auch wieder nach Hause geschickt. Ja, ist er ins Krankenhaus gekommen? Er ist vor Ort behandelt worden, ja. Konnte allerdings dann auch wieder nach Hause gehen, weil es, sag ich mal, ein glatter Stich war und konnte man so verbinden. Mhm. Mhm. Ja, und seitdem habe ich irgendwie Probleme damit, eine richtige Beziehung einzugehen und Vertrauen zu Frauen aufzubauen. Seitdem, ja. Du bist jetzt 27, ist schon so lange her. Das ist schon eigentlich ewige Zeiten her, ja. Und hast seitdem keine Beziehung mehr gehabt? Ich hatte also eine Beziehung, die ist vor einem Jahr in die Brüche gegangen. Wir waren auch über 2 Jahre zusammen. Immerhin. Ja, aber so immer im Hinterkopf hatte ich so Vermutungen, die wahrscheinlich aber gar nicht stimmten. Und diese Vermutungen haben unter Umständen die Beziehung kaputt gemacht? Da gehe ich von aus, weil du ihr auf die Nerven gegangen bist damit. Nein, ich habe es ihr nicht so direkt gesagt, aber ich habe ihr schon gesagt, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und auch von Grund auf ein bisschen eifersüchtig bin. Ja. Aber irgendwie habe ich dann zu viel bekommen irgendwann und habe dann auch von mir aus Schluss gemacht. Mhm. Lass uns nochmal zurückgehen. Ja. Das war ja nun heftig. Du hast mit dem Messer dich gewehrt. Oder was heißt gewehrt? Du hast dir mit dem Messer verletzt. Mhm. Gab es da noch ein gerichtliches Nachspiel? Leider ja. Das heißt, wie ist das für dich ausgegangen? Also ich bin dann verurteilt worden zu 9 Monaten Gefängnis auf 3 Jahre Bewährung. Oh. Oh. Und ich meine, ich habe es so eigentlich ganz gut überstanden, weil ich habe weiterhin eigentlich nichts angestellt. Ja. Aber ich meine, es hat doch irgendwo Spuren hinterlassen. Mhm. Wie denkst du denn heute? Ich meine, du warst ja immerhin auch schon 18 Jahre alt. Wie denkst du denn über diese Tat? Heute? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich denke eigentlich so gut wie gar nicht daran, aber es spukt halt immer noch so ein bisschen im Kopf rum. Dann denk doch jetzt mal dran und sag für mich mal so eine Bewertung, wie du es bewertest. Also ich sehe es immer noch als Notwehr irgendwo, weil er mich ja im Schwitzkasten hatte und ich da nicht draus loskam. Mein Gott, du bist 27. Eigentlich müsstest du doch jetzt so eine Position haben, dass du sagst, es war überhaupt bescheuert, da eine Schlägerei anzufangen. Im Endeffekt war es auch bescheuert. Völlig bescheuert. Also ich war so aufgeregt in dem Moment, weil ich habe sie ja eigentlich mitten dabei erwischt. Ja, aber was ich ja nie verstehe bei solchen Sachen, wieso hast du deine Freundin nicht mit Worten zur Sau gemacht? Sie ist doch die Hauptschuldige. Ja, sie ist deine geschlossenen Wohnungstür. Ja, aber was, der Junge, das ist doch für eine völlig, völlig uninteressante Person. Sie ist deine Freundin gewesen und sie hätte Nein sagen können, sie hat Ja gesagt. Sie ist die Hauptschuldige gewesen an der ganzen Sache. Ja, das stimmt schon, aber ich kam ja nicht an dem Abend an sie ran. Naja, okay. Sondern er kam direkt auf mich zu. Ja, ich will ja jetzt auch nicht dafür plädieren, dass du sie da hättest gewalttätig angegangen, sondern du hättest ja nur beschimpfen können oder so. Ja, ich wollte ja auch nur mit ihr sprechen und nicht mit ihm. Mhm, aber sie hat da von Grund auf abgeblockt und hat ihn dann anscheinend auch vorgeschickt. Und danach war natürlich die Geschichte zwischen dir und der Freundin auch kaputt, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das war klar. Hast du sie denn irgendwie nochmal gesehen? Hat sie mal was zu dir gesagt? Also ich habe sie hin und wieder danach nochmal gesehen. Komischerweise ist sie dann auch noch bei mir vorbeigekommen, wo ich damals dann eine eigene Wohnung endlich hatte. Mhm. Und dann lief auch nochmal was zwischen uns. Mhm. Mhm. Sexuell allerdings nur. Aber das war es dann auch. Das war es dann auch, ja. So, und bis heute ist zurückgeblieben, dass du Misstrauen Frauen gegenüber hast, weil damals das passiert ist. Ist ja Wahnsinn, ne? Das ist, man kann ja sagen, so eine Pubertätsgeschichte gewesen. Ja. Aus früher Jugend. Und das hat so eine bleibende Wirkung bei dir hinterlassen. Ja, ich gehe davon aus, weil es meine erste große Liebe war. Ja. Und ich halt von Grund auf so vertrauensselig war. Ja. Und ich dann so grundmaßen enttäuscht worden bin. Mhm. Das ist also der Wahnsinn irgendwie. Neigst du denn generell zu sehr heftigen Reaktionen, auch im Sinne von, also bei Eifersucht und so? Also vorher gar nicht. Und danach? Ich war vorher natürlich auch noch nicht so alt, aber danach bin ich von, sag ich mal, von Grund auf direkt irgendwo so ein bisschen misstrauisch gewesen. Mhm. Ich habe also nie das hundertprozentige Vertrauen aufbauen können.
Also, jetzt möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Von wegen der heftigen Nachwirkung finde ich schon merkwürdig und da solltest du schon etwas unternehmen, finde ich. Ja. Meine Psychologin heute Nacht heißt Elke. Mhm. Du legst auf und die Elke ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute. Ja, besten Dank, du. Jo, lieber René, bis dann. Ja, warte, kann ich noch ein Autogramm von dir? Ja, sag bitte der Elke deine Adresse, deine Anschrift und dann schicken wir es. Ja, besten Dank, du. Okay, tschüss René. Jo. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Martin Trux. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne und eine gute Nacht. Tschüss. Freitag, der 29. Oktober. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Hannover. Nach Ablauf der Friedenspflicht haben VW